Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Randall. Okay, neuer Tag beginnt. Stellen wir uns ihn mit hoch erhobenem Kopf und den Taschen voller Geld. Ach ja. Ah, wir haben unser Inventar noch. Das ist nice. Ist doch wieder Montag. Mein schönes Radio, komplett zerdroschen. Schade, ich dachte, wir kriegen vielleicht noch was raus. Warum sollte ich einen Wecker mit rumschleppen? Damit du weißt, wie spät es ist. Catch the Snitches. Purpur Tentakel. Ich glaube, darüber habe ich nicht mehr Diese schon mal. teuflische Erfindung erinnert mich jeden Morgen daran, dass ich noch lebe. I want to believe. Wie süß. Oh, Zeitung. Hey, Matt ist auf dem Titel. Gut getroffen übrigens. Skandal auf der Dr. Fred Edison Street. Das The Coral Copper Milk Bar Salt Milk Plus Milk Plus Velocet. Today's Today. Ach ja. Ah, der tapfere Toaster. Ich mach das Fenster nicht auf, das ist nur Lärm draußen. Und Luft. Und das wollen wir ja nicht, ne? Frische Luft ist nicht gut. Hoch. Ah, blöder Marconi. Ich hoffe, dieses Türhämmerding wird nicht zu einer schlechten Angewohnheit wie das Fragen nach der Miete jeden Monat. Hoch? Hoch? Hey, Mr. Marconi, hören Sie, das von gestern tut mir echt leid. Warum? Was zur Hölle hast du gestern angestellt? Naja, Sie wissen schon, ich habe Sie hier im Flur stehen lassen und bin dann einfach. Sie wissen schon. Hicks, wenn ich dich am Sonntag auch noch sehen müsste, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Wie? Was? Wollen Sie mir erzählen, dass heute Montag ist? Schluss mit dem Quatsch, du Arsch! Nochmal kriegst du mich mit dem Amnesietrick nicht rum. Mr. Marconi, ich glaube, Sie sind im Delirium. Wovon redest du da? Hören Sie, Sie scheinen sich nicht daran zu erinnern, dass gestern Montag war. Sie kamen vorbei, wir haben Höflichkeiten ausgetauscht und über unsere Hoffnungen und Träume geredet und dann habe ich Sie stundenlang im Flur warten lassen und mich über die Feuerleiter rausgeschlichen. Hicks? Nein, nein, bitte lassen Sie mich ausreden. Die Feuerleiter ist eingestürzt und hätte mich fast erschlagen. Ich habe mir sonst was von einem Penner eingefangen und zu guter Letzt habe ich noch die Leiche meines besten Freundes Au Gratin in seinem eigenen Ofen sehen müssen. Also ja, ich würde sagen, an den Montag erinnere ich mich ziemlich gut. Junge. Und Sie sind so hasserfüllt, dass Sie zur exakt selben Zeit hier auftauchen, um mich weiter zu quälen. Wollen Sie jetzt jeden Tag bei mir an die Tür donnern? Weil, wenn ja, dann muss ich dem vielleicht ein Ende machen. Ich habe jetzt eine Wagenladung voll Geld und damit kann ich mir ein paar zwielichtige Freunde leisten, die sich bestimmt freuen, ihren Besuchen ein Ende zu bereiten. Oder die Miete Okay, mein bezahlen. Sohn. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du bist letzte Nacht wieder besoffen nach Haus gekommen. Ich habe nichts gesagt, weil ich mich weigere, an Sonntagen zu arbeiten. Aber jetzt glaube ich, wir müssen mal ernsthaft reden. Ich bin ganz Ohr. Okay. Zunächst, ich habe deine dämlichen Witze satt, Hicks. Du weißt genau, dass die Feuerleiter schon seit Ewigkeiten hin ist. Und um das gleich zu sagen, es ist mir egal, ob du was damit zu tun hattest. Seit Ewigkeiten kaputt? Sind Sie sicher? Und zweitens, es tut mir leid um deinen Freund. Ich habe es in den Nachrichten gehört, dass sie seine Leiche heute Morgen gefunden haben. Heute Morgen? Und drittens, was meinst du damit? Du hast Kohle! Vergessen Sie das. Ich glaube, mir ist irgendwie schwindelig. Also, nur um sicher zu gehen. Welcher Tag ist heute? Echt jetzt, Hicks? Schon wieder? Bestätigt. Heute ist Montag. Der kommt direkt nach Sonntag. Das weißt du noch, oder? Sicher, dass Sie nicht einfach nur verwirrt sind? Ich könnte schwören, heute wäre Dienstag. Ich bin mir sicher. Das Datum steht in der Zeitung von heute. Hast du die noch nicht gelesen? Wer sieht denn fürs Datum in die Zeitung? Weiß nicht. Vielleicht Typen, die nicht wissen, welcher Tag heute ist. Touché. Dann ist heute. Heute ist der Tag, an dem du mir 3 Monatsmieten schuldest. Und ich will mein Geld. Jetzt! Sicher, dass Sie nicht nur Witze machen?
Sehe ich so aus, als wenn ich Spaß verstehe? Ich weiß nicht, Mr. Marconi. Sie haben sonst immer dieses animalische Flair, aber heute ist irgendwas anders. Haben Sie Farbe im Gesicht bekommen? Oder einen neuen Haarschnitt? Genug jetzt. Gib mir meine Kohle oder ich verspreche dir, du kommst nicht lebend aus diesem Apartment. Einen Augenblick.